Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Big Pauli. Heute rede ich mit euch über die equestrianische Geschichte. Also dafür drehen wir die Uhr ganz zum Anfang zurück und reden zeitlich über alles, was wir wissen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Twilight-Ära beginnt. Also die Rückkehr von Nightmare Moon. Erst reden wir über die Gründung Equestrias. Anfangs war das Land Equestria noch nicht entdeckt, es existierten aber schon die drei Ponystämme, die Erdponys, die Einhörner und die Pegasi. Jeder von ihnen war für das Gleichgewicht wichtig, die Pegasi kontrollierten das Wetter, die Einhörner Sonne und Mond und die Erdponys können als einzige Nahrung herstellen. Dennoch waren alle drei Stämme in einem ständigen Akt des Misstrauens, das erlaubte den Wendigos, die alte Heimat der drei Stämme zu zerstören. In der daraus resultierenden Katastrophe zogen die drei Herrscher, Prinzessin Platinum, Commander Hurricane und Kanzler Puddingkopf in Begleitung ihrer obersten Diener, Clover die Clevere, Fähnrich Pansy und Smart Cookie, um ein neues Reich zu finden. Sie fanden ein neues Land, für das alle drei Besitz beanspruchten. Das resultierte im erneuten Streit, der die Wendigos wieder anlockte, und so mussten die Herrscher, um Schutz zu suchen, in eine kleine Höhle gehen. In der Höhle wurde der Streit schlimmer und es führte dazu, dass die drei Herrscher einfroren. Die drei Diener hätten auch beinahe dasselbe Schicksal erlitten, doch aufgrund dessen, weil sie sich vertragen haben, wurde die Flamme der Freundschaft entzündet. Die drei Freunde erzählten Geschichten und sangen Lieder die ganze Nacht hindurch, um das Feuer am Leben zu erhalten. Es wurde letztendlich stark genug, um die drei Herrscher zu befreien und das Land von den Wendigos zu befreien. Gemeinsam hissten sie eine neue Flagge und nannten das Land Equestria. Und darum wird an diesem Tag immer das Freundschaftsfeuerfest gefeiert. Nun reden wir über das nächste Kapitel, den Aufstieg von Kaiser Grogar. Das Land Equestria war damals nur eine kleine Ansammlung von Höfen und Weiden mit ein paar Wohnhäusern, bis zu dem Zeitpunkt, wo aus einem fernen Land Grogar auftauchte und sich selbst zum Kaiser ernannte, mit dem Recht des Stärkeren, und so wurde er erster Kaiser von Equestria, der Vater der Monster. Er war es, der einige der grausamsten und schrecklichsten aller Kreaturen erschaffen hat. Er erlaubte ihnen frei zu ziehen, von den Ponys zu nehmen, was sie wollten und den Rest zu zerstören. Seine Herrschaft war eine Zeit der Dunkelheit und des Leids in Equestria. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das junge Einhorn Gasti die Große sich gegen Grogar stellte und seine magische Glocke gestohlen hat. Damit hat er einen Großteil seiner Macht verloren und ist geflohen und nie wieder zurückgekehrt. Und mit ihm die Dunkelheit. Das, was von ihm übrig blieb, waren seine Glocke und die Kreaturen, die er erschaffen hat. Seine Glocke wurde weggesperrt in einer magischen Höhle auf dem Gipfel des Mount Everhoof. Und so endet die Herrschaft von Grogar. Als nächstes rede ich über den Aufstieg der sechs legendären Helden, auch besser bekannt als die Starswell-Ära. Ein paar Jahrhunderte später. Mistmane, Rockhoof, Mage Meadowbrook, Somnambula, Flash Magnus und Starswell der Bärtige. All diese legendären Ponys haben Außergewöhnliches vollbracht. Mistmane hat Sable Spirit besiegt und ihre physische Schönheit geopfert, um die eines ganzen Herzogtums wiederherzustellen. Rockhoof hat sein ganzes Dorf vor einem ausbrechenden Vulkan gerettet. Meadowbrook war eine berühmte Heilerin, die ein Heilmittel gegen Sumpffieber, die tödlichste bekannte Krankheit, entdeckt hat und dadurch vielen Ponys damals das Leben gerettet hat, inklusive ihrer Mutter und ihrem ganzen Heimatdorf. Flash Magnus hatte sich in ein Drachennest geschlichen und die Drachen auf sich gehetzt, damit sein Kommandant seine Männer befreien konnte. Somnambula hat die Sphinx besiegt und so den Sohn des Pharao, Prinz Hisan, befreit. Und bei Starswell weiß ich gar nicht, wo ich so recht anfangen soll. Er hat die beiden Schwestern ausgebildet, er hat Zeitreisemagie entwickelt, er hat zahllose Zauber geschrieben. Ich könnte noch lange so weitermachen, aber es reicht zu sagen, dass er der mächtigste Magier ist, den Equestria je gesehen hat. Und um das nächste einzuleiten, zitiere ich den letzten Eintrag aus dem Tagebuch von Starswell.
The best elements within us can spread light and virtue. And I know ponies who represent them all. Strength, bravery, healing, beauty, hope, and sorcery. Myself and these pillars of Equestria were gathered together by another to maintain and share the light of these powerful ideals. But we soon came to believe the pony who brought us together only wanted that power for himself. Cast out and alone, this power-mad pony turned to darkness to satisfy his thirst. Transformed into a pony of shadows, he returned for revenge, to extinguish the pillar's light and rob the world of hope. To stop him, the pillars and I must make a brave sacrifice. But we shall leave behind a seed, in hopes that one day it will grow into a force to stand against the darkness for all time. We must now face the fiend with the only plan we have. I only hope it will be enough. Erstmal erzähle ich euch, wie Stygian die Sechs zusammenbrachte. Er lebte in einem kleinen Dorf an der Küste, das eines Tages von den Sirenen angegriffen wurde. Er war sehr klug und wusste daher, wer das Dorf retten konnte. Und so reiste er umher und vereinte die Sechs Helden. Über die Zeit hinweg wurde er eifersüchtig und versuchte mit den Sechs Artefakten der legendären Helden, den Schild von Flash Magnus, die Maske von Meadowbrook, die Augenbinde von Somnambula, die Blume von Mistmane, die Schaufel von Rockhoof und das Tagebuch von Starswill, Kopien der Artefakte zu erstellen. Seine Freunde dachten, es war ein Versuch, ihre Macht zu stehlen, und dafür verbannten sie ihn ins Exil. In einem entlegenen Dorf fand Stygian dann den Brunnen der Schatten. Die Dunkelheit dort sprach zu ihm über eine Macht jenseits allem, was er sich vorstellen konnte. Und er hat geduldig zugehört. Und so hat er sich mit dem Schatten verbunden und wurde das Pony der Schatten. Er kehrte zum Schloss im Wald der ewigen Magie zurück und begann den Kampf gegen die Sechs. Diese hatten bereits einen Plan und haben mit ihrer Magie den Schatten nach Pwnhenge gebracht. Dort haben sie sich selbst und den Schatten im Limbus eingesperrt. Und es gab drei Dinge, die von der Starswill-Ära zurückblieben. Die sechs Artefakte, welche in ganz Equestria verstreut wurden, der Setzling vom Baum der Harmonie und die beiden Schwestern in etwa im Alter von 17 Jahren bei Celestia und 14 Jahren bei Luna. Und so beginnt die längste geschichtliche Ära. Die Ära der beiden Schwestern, Celestia und Luna. Die ersten beiden Ali-Hörner, also Einhörner mit Pegasusflügeln. Zu dem Zeitpunkt mussten die Einhörner glücklicherweise nicht mehr sich abquälen, damit die Sonne und den Mond zu kontrollieren, denn sie hatten eines Tages entdeckt, dass Celestia und Luna die Fähigkeit dazu besitzen, und von diesem Tage an haben sie sich darum gekümmert. Einige Jahrhunderte später kam dann der Chaosgott Discord an die Macht. Während seiner Herrschaft lebten die Ponys in ständiger Verzweiflung und Unglücklichkeit. Für Discord existierten die Ponys nur zu seinem Spaß. Er konnte die Realität nach seinen Vorstellungen ändern und schien allmächtig, bis die beiden Schwestern den Baum der Harmonie entdeckt haben und sechs magische Kristalle, die an diesem Baum hingen, die Elemente der Harmonie. Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Loyalität, Lachen und das Letzte, was bis zu diesem Zeitpunkt ein totales Rätsel war. Mit der Magie dieser Edelsteine hatten sie es geschafft, Discord zu besiegen und in eine Statue zu verwandeln, und die zwei Tapferen, die sich für die Ponys einsetzten, regierten Equestria von da an. Von dem Punkt an begangen die beiden Schwestern, jedes Monster, das Equestria angriff, in einem von ihnen erdachten magischen Gefängnis einzusperren, dem Tartarus, dessen einziges Sicherheitssystem der Cerberus und das gewaltige Tor war und außerdem magiesicheren Käfige. Eines Tages tauchte dann der nächstgrößte Widersacher der beiden Schwestern auf, Lord T-Rex und sein Bruder Scorpion. Kurze Randinfo, ich weiß, dass gesagt wurde, dass Scorpion ein Freund von Starswill ist, das macht aber keinen Sinn, also erzähle ich es so, dass es wieder Sinn ergibt.
Sie kamen beide aus einem weit entfernten Land im Verlangen danach, equestrianische Magie zu stehlen. Doch Scorpion begann das Leben in Equestria zu genießen und sich mit den Ponys anzufreunden. Und so wollte Scorpion T-Rex von seinem Vorhaben abbringen. Als T-Rex ablehnte, warnte Scorpion die beiden Schwestern vor T-Rex Plänen und so kehrte Scorpion in sein eigenes Land zurück und T-Rex wurde für seine Verbrechen nach Tartarus geschickt. Währenddessen regte sich in einem anderen Herzogtum, über das die Schwestern keine Macht besaßen, ebenfalls dunkle Mächte im Kristallkönigreich. Die Ponys dort hatten schon immer zwei Probleme: das unkontrollierbare Wetter des eisigen Norden und das Volk der Umbrum. Um mit beiden fertig zu werden, erschuf ihre Herrscherin Prinzessin Amore das Kristallherz. Dies hielt das kalte Wetter und die Umbrum von der Stadt fern. Eines Tages wurden in ihrer Stadt zwei junge Fohlen geboren, welche für die Geschichte nochmal wichtig sein würden. Radiant Hope und Sombra. Jedes Jahr wollten die beiden nichts mehr als zum Kristalljahrmarkt gehen, der jedes Jahr gehalten wurde, um das Kristallerz mit neuer Macht zu versorgen. Doch jedes Jahr zum Kristalljahrmarkt wurde Sombra schwer krank und als die gute Freundin, die Radiant Hope war, entschloss sie sich, bei ihrem Freund zu bleiben. Die Jahre vergingen und mit jedem Jahr wurde Sombras Krankheit schlimmer und so fand Radiant Hope es heraus. Sombra ist zur Hälfte ein Umbrum. Auch Amore fand es heraus und weil Amore nicht wollte, dass Radiant Hope einen bösen Pony hilft, hat sie Radiant Hope beseitigt. Das hatte Sombra wütend gemacht und er hatte das Einzige getan, was er aus seiner Sicht tun konnte. Er hatte Amore versteinert und den Stein zerschlagen und dann das Kristallherz an sich gerissen und mit der überlegenen Magie eines Umbrum das gesamte Kristallkönigreich versklavt. Und so wurde er in der Geschichte bekannt als König Sombra. Celestia und Luna erfuhren davon und verbanden ihn mit einem Zauber, der seinen Körper in puren Schatten verwandelt. Dies hat das Kristallkönigreich dazu gebracht, sich einfach in Luft aufzulösen. Nun nähern wir uns langsam der neuen Geschichte. Once upon a time, in the magical land of Equestria, there were two regal sisters who ruled together and created harmony for all the land. To do this, the eldest used her unicorn powers to raise the sun at dawn. The younger brought out the moon to begin the night. Thus, the two sisters maintained balance for their kingdom and their subjects, all the different types of ponies. But as time went on, the younger sister became resentful. The ponies relished and played in the day her elder sister brought forth, but shunned and slept through her beautiful night. One fateful day, the younger unicorn refused to lower the moon to make way for the dawn. The elder sister tried to reason with her, but the bitterness in the young one's heart had transformed her into a wicked mare of darkness, Nightmare Moon. She vowed that she would shroud the land in eternal night. Reluctantly, the elder sister harnessed the most powerful magic known to ponydom, the Elements of Harmony. Using the magic of the Elements of Harmony, she defeated her younger sister and banished her permanently in the moon. The elder sister took on responsibility for both sun and moon, and harmony has been maintained in Equestria for generations since. Und seit Lunas Verbannung wird an diesem Tag die Sommersonnenwende gefeiert, um den Sieg über Nightmare Moon zu feiern. Später wurde dann auch Albtraumnacht eingeführt. Bei diesem Feiertag ziehen junge kostümierte Fohlen von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Einen Teil davon müssen sie zur Statue von Nightmare Moon bringen, als Opfer, damit sie nicht in der Nacht kommt und sie frisst. Eine eher herzlose Legende, wenn ihr mich fragt. Nach der Verbannung von Nightmare Moon blieb die Welt im Frieden für ein Millennium. In dieser Zeit hatte Celestia im letzten Jahrzehnt der Ära der beiden Schwestern die Patenschaft für ein junges Pegasus-Mädchen übernommen. Mi Amore Cadenza, oder wie sie sich selbst gerne nennt, Cadence, die letzte lebende Nachfahrin von Prinzessin Amore.
Nach ihrer Ausbildung wurde Cadence ebenfalls zu einem Alihorn durch einen Zauber von Celestia. Und das war auch schon der letzte Beitrag aus der Ära der beiden Schwestern, womit wir zur letzten Ära kommen, der Twilight-Ära. Doch mit dieser beschäftige ich mich nicht, da sie bereits die gesamte Story der Serie ist und dazu mache ich ein anderes Video. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.